Wir haben hier ein außergewöhnlich elegant geformtes römisches Sepulkralgefäß aus Bronze, eine Urne, in der die Aschereste eines verbrannten Toten aufbewahrt worden sind. Im Kernland des Römischen Reiches war es üblich, dass man die Toten verbrannte im alten Italien, und mit der Ausbreitung des Römischen Reiches über das gesamte Mittelmeer wurde auch diese Sitte zunehmend in den römischen Provinzen üblich. Und es gab verschiedene Gefäße, in denen man die Asche aufbewahrte. Das konnte ein ganz einfaches Gebrauchsgefäß aus Ton sein oder ein Gebrauchsgefäß aus Glas. Mitunter wurden solche Gefäße aber auch eigens aus Ton oder Glas für den Grabgebrauch hergestellt. Andere Alternativen waren Urnen aus Stein, die dann regelrechte Miniatursarkophage waren. Auch ein solcher Sarkophag wird in dieser Auktion angeboten. Hier haben wir ein ungewöhnlich schön geformtes Bronzegefäß, das sich durch zwei Merkmale auszeichnet. Zum einen besitzt die Urne einen Deckel, der einen Mechanismus besitzt. Wir sehen hier ein rundes Loch, das mit einem Hebel geschlossen oder geöffnet werden kann. Und auf der Innenseite sieht man hier noch eine runde Scheibe, die dieses Loch abdeckte oder dann eben freigab. Dieses Loch in der Urne diente einem sehr speziellen Zweck. In der Vorstellung der Römer ließ man die Toten an einem Festmahl der Lebenden teilnehmen, indem man ihm ein Getränk oder auch Speisen zuführte. Und das konnte hier durch diese kleine Öffnung symbolisch geschehen. Das zweite besondere Merkmal ist diese kalligraphisch ausgesprochen gelungene und sehr fein eingemeißelte Inschrift. Die zeichnet sowohl den Schreiber als einen besonders sorgfältig arbeitenden Mann aus, und sie zeigt zugleich, dass es sich hier um einen Angehörigen einer gebildeten Oberschicht handelte. Denn was wir hier sehen in zwei Zeilen ist ein sogenanntes elegisches Distichon. Und das ist eine Kombination aus einem Hexameter in der ersten Zeile und einem Pentameter in der zweiten Zeile. Und was sich hier lateinisch lesen lässt, ist: Quantum est in vita fame virtutis honoris, enat quam parvos mors redigit cineres. Diese metrische Dichtung lässt sich nur schwer ins Deutsche konsequent übertragen und lässt sich am ehesten in Form einer Paraphrase wiedergeben. Und es heißt im Deutschen: so viel wie es im Leben an Ruhm, Tugend und Ehre gibt, zeigt sich darin, wie kleine Aschehäufchen der Tod daraus macht. Wir haben hier also im Grunde ein klassisches Memento Mori, das in gekonnter Weise die Vergänglichkeit aller Dinge vor Augen hält und natürlich auf dieser Urne sehr treffend platziert ist. Wir haben hier also vor uns ein ungewöhnliches Stück römischer Sach- und Geisteskultur, wie es selten in dieser Vollendung zu finden ist.